Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Landing-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den Ferrari 599 GTO an. Den gibt es aktuell in der Festival-Spielliste zu gewinnen. Beim Erreichen der 25 Punkte der Winterseason bzw. Trockensaison ist das Fahrzeug deins. Und ich würde behaupten, es lohnt sich definitiv, diesen Ferrari 599 GTO mitzunehmen. Und ja, bevor wir auf die Teststrecke damit gehen, hätte ich gesagt, möchte ich gerne jeden Zuschauer hier so ein bisschen auf einen Nenner holen, wo man denn überhaupt diesen Ferrari 599 ja in der großen Modellpalette von Ferrari einsortieren soll. Vor allem auch, wo soll man ihn zeitlich einsortieren. Ich meine, klar, oben siehst du schon 2010, also wir wissen schon mal, in welchem Jahr wir uns bewegen. Aber zu welcher, ja, eben Modellreihe zählt denn dieser 599? Und ich denke mal, den meisten dürften diese dicken, fetten V12 Frontmittelmotor Gran Turismos bekannt sein. Das aktuelle, was wir da haben, ist ja der 812 Superfast. Und vor dem gab es den F12, das dürfte wahrscheinlich auch noch den meisten bekannt sein. Und eben vor diesem F12 gab es den 599. Der zählt genauso zu dieser Reihe dazu. Das ist also, wenn man so möchte, der Großvater des 812. Und um das Ganze auch noch zu komplettieren, vor dem 599 gab es noch den 575 und das erwähne ich, weil wir tatsächlich nächste Woche einen 575 gewinnen können, nämlich hier den 575 Maranello. Und ja, dann denke ich mal, kann man das ja schon mal so ein bisschen vorweggreifen, dass wir wahrscheinlich nächste Woche dann den Vater des 599 auch nochmal anschauen werden. Aber das, würde ich sagen, ist schon mal ein ganz guter Punkt, um einzusteigen und zu wissen, okay, wo sind wir denn überhaupt, und alles Weitere sage ich dir gleich. Jetzt wird es erstmal wichtig, das Fahrzeug auszufahren, und das tun wir, wie gerade eben schon angesprochen, auf unserer PXH-Teststrecke. Während aber das Fahrzeug jetzt am Limit bewegt wird, soll es natürlich mit Daten und Fakten dazu nicht enden, und deswegen schauen wir direkt mal aufs Datenblatt. Und da sehen wir, im Herzen arbeitet ein 6 Liter V12 Motor, der beim 599 GTO 670 PS und 620 Newtonmeter Drehmoment leistet. Beim Getriebe haben wir was ganz Spezielles, und zwar ein 6-Gang-Semi-Automatikgetriebe. Das hat Ferrari damals Ferrari F1 Getriebe genannt, oder ein anderer Name dafür war auch F1 Superfast, und das war tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell. Das hat nämlich eine Schaltzeit von gerade mal nur 60 Millisekunden. Und der Fahrer konnte natürlich dann entscheiden, ob es automatisch durchgeschaltet werden soll oder ob man selbst über die Shift-Pedals dann im wahrsten Sinne des Wortes die Gänge nur so durchprügeln konnte. Beim Gewicht schlägt der 599 GTO bei 1,6 Tonnen zu, schafft dadurch den Sprint von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden und erreicht laut Ferrari eine Höchstgeschwindigkeit über 335 km/h. Da wir ja solche Angaben aber nicht mögen, sondern das schon ganz genau wissen wollen, können wir ja die Forza-interne Telemetrie bemühen. Und da sehen wir, dass er tatsächlich so um die 350 km/h schafft. Also, ja, das Ding ist schon schnell. Und ich glaube, dann merkt man auch schon so ein bisschen die Gene vom 812 bzw. vom F12. Da ist natürlich Power vorhanden. Aber wie hat sich denn diese Power auf der Teststrecke angefühlt? Tatsächlich fuhr sich der GTO ultra sportlich. Richtig direkt. Also das hat richtig viel Spaß gemacht. Man hatte schon so ein bisschen so ein Gefühl, man fährt hier so einen kleinen, ja, Frontmittelmotor-Rennwagen, ja. Und das hat natürlich auch einen Grund. Dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber, und da kommt ein dickes Aber, man hat aber auch direkt gemerkt, da gibt es eine Komponente, die das ganze, ja, die ganze Fahrwerksgeometrie, sag ich mal, limitiert. Und es ist natürlich der Reifen gewesen. Er kommt nämlich nur mit Sportreifen daher, und die haben, ja, das Ganze so ein bisschen schwierig gestaltet, das Fahrzeug da wirklich schön und schnell zu bewegen. Er könnte nämlich tatsächlich schneller. Aber wir gucken einfach mal, was für eine Zeit trotzdem rausgekommen ist. Ja, und mit einer 2 Minuten 2873 ist das, glaube ich, jetzt auch echt nicht so die überragende Zeit. Ich meine, wenn man bedenkt, wir sind hier in Jaguar Sport XJR 15. Gut, der war natürlich überragend. Aber der ist gerade mal mit einem Forza-internen Leistungsindex mehr eine ganze Sekunde schneller gewesen. Und deswegen denke ich mal, selbst wenn der Jaguar überragend war, was er auch war, ist es, glaube ich, für einen 599 GTO doch schon ein bisschen schwach, ja. Und deswegen konnte ich es mir jetzt nicht nehmen lassen und habe gesagt, nee, wenn die Reifen wirklich so limitierend sind, weil sonst sich alles so genial anfühlt bei diesem Fahrzeug, dann muss ich jetzt einfach nochmal in Serie Plus Run machen mit Semislicks. Und genau, das habe ich getan. Ja, und mit den Semislicks war das natürlich schon mal eine ganz, 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 ganz andere Nummer. Also das hat sich schon mal viel griffiger angefühlt, und dann hat jetzt auch so ein bisschen alles so ein bisschen besser ineinander gegriffen.
Also das war schon die richtige Entscheidung, hier einfach nochmal diese Serie Plus Runde dran zu hängen. Und vor allem war es natürlich jetzt auch spannend, wie viel schneller er jetzt dann halt tatsächlich kann. Ich meine, man hat immer noch dann seine Schwächen gespürt. Und zwar gerade, dass er auf der Hinterachse doch ein bisschen leicht geworden ist. Ich meine, man sehen ja schon die ganze Zeit hier im Heck, dass er einen krassen Diffusor hat. Und das hat natürlich auch schon so seinen Effekt. Aber ich glaube, so einen zusätzlichen Heckflügel oder sonst was hätte dem wahrscheinlich auch noch ganz gut getan. Oder vielleicht auch einfach breitere Hinterreifen. Denn was man vielleicht schon mal auch als Zusatzfaktor zustreuen kann, der 599 GTO hat tatsächlich sehr breite Vorderreifen. Er hat sehr viel Grip auf der Vorderachse und das hat er hier im Spiel halt auch tatsächlich. Deswegen glaube ich, bräuchte er im Ausgleich auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Grip auf der Hinterachse. Und dann wäre das Fahrzeug vielleicht ein bisschen angenehmer zu fahren. Aber nichtsdestotrotz, wenn man es schafft, das Fahrzeug in seinem Bereich am Limit zu bewegen, dann ist das Ding eine richtige Spaßmaschine. Und deswegen betone ich nochmal, holt euch diesen 599 GTO aus der Festival-Spielliste ab. Ihr werdet es nicht bereuen. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles und kultiges Fahrzeug. So, ich lasse dich aber jetzt mit den letzten Sekunden nochmal alleine. Und dann schauen wir einfach mal, was für eine Zeit er eben mit den Semi-Slicks hier gesetzt hat. Und zwar eine 1,59069. Er ist fast 4 Sekunden schneller. Nur durch die Veränderung der Reifen. Also mein Verdacht hat sich hier absolut bestätigt, dass die Reifen, die Sportreifen, die er serienmäßig hier drauf hat, ihn ultra limitieren. Und wenn man bedenkt, der Leistungsindex ist ja gar nicht so krass gestiegen, aber die Zeit, die er dann da entsprechend gefahren ist, die ist natürlich schon richtig, richtig knorke und so macht das Fahrzeug einfach auch viel, viel mehr Spaß zu fahren, ja. Und das Ganze hat aber auch einen Grund, was ich dir aber jetzt hier nicht auf dieser besten Liste erklären möchte, sondern dazu gehen wir zurück zu unserem Häuschen und schauen uns das Fahrzeug im Forza Vista Modus vielleicht nochmal ein bisschen genauer an. Da können wir vielleicht sogar auch mal hier in den Motorraum schauen und mal einen Blick werfen auf eben diesen 6 Liter V12 Motor. Und ja, man muss ganz, ganz, ganz konkret natürlich auf GTO eingehen, auf dieses Kürzel. Denn um da nochmal auch alle Zuschauer abzuholen, also GTO allgemein ist natürlich bei Ferrari, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kürzel. Steht ja für Gran Turismo Omologato. Allerdings ist es hier jetzt kein Homologationsmodell, was das ja quasi übersetzt heißen soll, sondern das soll eigentlich tatsächlich eher so eine, ja, so eine Referenz, so eine Anerkennung sein an die damaligen GTO-Modelle. Ich sage jetzt nochmal so 250 GTO, ja, oder sowas, oder 288 GTO. Also das hat schon was ganz Besonderes. Und der reiht sich, finde ich, zu Recht auch da mit ein, weil dieser 599 GTO ist schon was ganz Besonderes. Denn, und jetzt kommt's, das ist ja nicht die Basis des 599, ja. Um da nämlich auch nochmal jetzt eben alle abzuholen, der 599 kam nämlich als GTB, also als Gran Turismo Berlinetta und dann mit dem Zusatz Fiorano, ja, so heißt der Ort. Also, als 599 GTB Fiorano kam er auf den Markt. Das war so die Basis. 2006 war das übrigens. Das ist schon ein bisschen her. Und hatte 620 PS, ebenfalls schon eben diesen 6 Liter V12, aber halt doch knapp 50 PS weniger. Und war natürlich auch ein super geiles Gran Turismo. 3 Jahre später, 2009, kam dann eine Rennwagen-Version raus, der 599 XX. Den hatten wir auch noch in Horizon 4 mit dabei. Und von diesem Rennwagen, der knapp über 700 PS hatte, ist dann eben der GTO entstanden. Also quasi vom Serienfahrzeug zum Rennwagen, vom Rennwagen zurück zur Straße ist dieses limitierte Modell, es ist auf 599 Stück limitiert gewesen, keine Ahnung, wie sie auf diese Zahl gekommen sind, entsprechend entstanden. Und ja, jetzt denkt der ein oder andere, hä, wir haben doch den 599 XX. Jein, wir haben den 599 XX Evo hier im Spiel. Der wiederum kam dann wieder nach dem. Also das war so ein Hin und Her. Ja, also nochmal für alle, ja, wer es jetzt überhaupt nicht mehr durchgeblickt hat. Also 2006 kam der 599 GTB Fiorano,
So, jetzt langsam kann ich's. Daraus ist der 599XX Rennwagen entstanden. Aus diesem Rennwagen wiederum ist der 599 GTO entstanden. Und aus dem hier und auch natürlich auch so ein bisschen aus dem alten XX ist dann der 599XX Evo entstanden. Ja, der dann natürlich mit 750 PS komplett den Vogel abgeschossen hat. Ja, was kann man aber auf jeden Fall schon mal sagen? Aufgrund, dass der natürlich mehr oder weniger von einem Rennwagen wiederum entstanden ist, hat er im Vergleich zum normalen GTB natürlich diverse Änderungen. Eine habe ich ja schon erwähnt, mit dem Diffusor hinten. Also das ist natürlich klar vom Rennwagen so übernommen. Also das hatte der Serien 599 nicht. Des Weiteren sieht man auch überall so diese Luftöffnungen, also diese Luftein- und Auslässe, die einfach halt zur Kühlung und auch zwecks der Aero dienen. Auch oben auf der Motorhaube und so weiter. Das ist natürlich auch alles klar mit dazugekommen. Auch hier dieser Windkanal, sag ich es mal, da hinten, der da so durchführt. Ich kann da, warte mal, kann ich im Fotomodus, kann ich das vielleicht ein bisschen besser zeigen? Also das, was ich jetzt hier in der Mitte zeige, ne, dieser Durchguck, sag ich mal, da geht ja dann auch Wind durch und sorgt natürlich auch nochmal für Anpressdruck und so weiter. Des Weiteren wurde auch nochmal konsequenter Leichtbau gemacht. Das heißt, alle Aluminiumteile, also Aluminiumbleche, wurde quasi durch ein dünneres Aluminiumblech ersetzt. Auch die Scheiben wurden durch dünnere Scheiben ersetzt. Und überall, wo es halt irgendwo ging, auch nochmal ein bisschen Leichtbau betrieben. Deswegen ist auch tatsächlich der GTO im Vergleich zum Basis-GTB knapp 85 Kilogramm leichter. Also das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, die dem definitiv hilft. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt den GTO, ja, man kann schon sagen, wieder mit reinbekommen haben im Spiel, denn er war schon in Horizon 4 drin, ist dann rausgeflogen, jetzt über die Festival-Spielliste ist er wieder mit drin und das finde ich auf jeden Fall sehr nice, weil er tatsächlich halt eine Straßenzulassung hat. Ja, es ist ja quasi auf Basis des Rennwagens, aber er ist halt eben mit Straßenzulassung und das ist auch ein interessanter Fun-Fact, er war damals, als er veröffentlicht wurde, 2010, der schnellste straßenzugelassene Ferrari. Also den Titel hatte er auf jeden Fall mal inne und das ist doch auch nicht schlecht. So, jetzt aber genug der Worte, aber ich glaube, jetzt bist du auf jeden Fall voll abgeholt, was dieser 599 GTO zu bedeuten hat. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen tunen und jetzt habe ich mir auch lange überlegt, was könnten wir machen. Klar, also einerseits habe ich ja schon gesagt, mit den Reifen, der hat eben vorne 285er, was schon ordentlich ist, auch für die damalige Zeit. Hinten hat er 315er, da kann man auch deutlich mehr in die Breite gehen, was mich auch nicht wundert, weil der braucht einfach Grip auf der Hinterachse. Und das machen wir auch. Ich bin aber auch so ein bisschen hin und her gerissen und überlege auch jetzt gar nicht unbedingt den zu lassen, wie er ist, sondern ich bin gerade echt auch im Überlegen, ob wir dem nicht sogar ein Allrad verpassen. Hat er nicht gesagt. Doch, weil ich habe einfach so das Gefühl, wir haben ja den 599XX Evo, also die Rennwagenversion, die nach dem kam. Und jetzt hier so eine Art Rennwagen irgendwas zu verbauen oder so, ja, weiß nicht, brauche ich jetzt nicht irgendwie unbedingt. Was hier vielleicht zu erwähnen ist, der Forza-Splitter ersetzt tatsächlich den Original-Splitter, weil oftmals wird es einfach nur da zusätzlich dran gepappt. Also von dem her ist es hier sogar noch ganz, ich sage jetzt mal, schick gelöst. Aber deswegen habe ich gedacht, wir gehen einfach mal einen ganz anderen Gran Turismo-Konzept an. Nicht das, was er normalerweise hat. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich mache einfach mal ein Allrad. Mal gucken, was halt dabei passiert. Ja? Wir können ihn ansonsten sehr, sehr hecklastig lassen. So, Twin Turbos machen wir nicht drauf. Das, wie gesagt, habe ich schon gemacht. Vorne nur ein bisschen breiter, hinten deutlich mehr. Klar, wenn wir jetzt beim Hinterradantrieb bleiben, sowieso. Aber diesen mechanischen Grip brauchen wir einfach auch in allen Fällen, dass er nicht wegrutscht und so weiter. Weil da liegt einfach auch so ein bisschen seine Schwäche. Von den Felgen, ich würde die tatsächlich gerne eigentlich lassen. 20 Zoll haben wir eben vorne und hinten. Hinten könnten wir vielleicht echt überlegen, sogar auf 21 Zoll zu gehen. Ich glaube, das steht dem sogar richtig gut und deswegen mache ich es jetzt einfach auch. Spurplatten können wir auch gleich machen. Dazu würde ich aber sagen, machen wir den erstmal nochmal ein bisschen tiefer über das Rennfahrwerk. So, das können wir auch mal. Vielleicht Gewicht. Boah, das ist aber schon fast zu viel, oder? Also ich will eigentlich das Grundkonzept fast schon lassen. Ne, wir machen das mal so, das passt schon. Wir werden gleich über leichtere Motorteile da, glaube ich, auch noch ein bisschen Gewicht sparen. Jetzt gucken wir gerade mal. Okay, das ist ein bisschen too much. Ich glaube, da reicht die erste Stufe sogar locker. Noch hier die erste Stufe reicht. Und, ja genau, Getriebe gucken wir auch noch mal. Wobei, ja, hat er eigentlich schon Renngetriebe quasi drin mit dem sogenannten F1-Getriebe. Ist natürlich auch aus der F1 entnommen irgendwo, die ganze Sache. Also darf man deswegen das schon so schimpfen. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, was wir da jetzt machen. Vielleicht, dass er ein bisschen höher drehen kann. Also ich würde gerne von der Leistung schon so Richtung 599XX oder sogar XX Evo gehen. Also entweder 730 oder sogar 750 PS. Dass er die bekommt. Fände ich schon ganz geil. Aber was können wir denn
Okay, so klingt er jetzt voll wie der 812, ne? Aber den Sport finde ich fast schon geiler. Also ist es auch geil, aber dann ist es halt schon fast wie der 812, was ich jetzt halt nicht unbedingt will. Dann machen wir es eher so. Ist auch interessant, die haben die gleichen Eckdaten, außer dass die Rennabgasanlage leichter ist. Aber von der Leistungssteigerung ist es genau gleich. Finde ich auch interessant. Auch cool. Also kann man sich auch so ein bisschen den Klang raushören. Ich nehme den, den finde ich irgendwie cooler. Und dann sind wir schon bei 730 PS. Ich muss gerade mal überlegen, aber... Ich glaube, ich lasse es sogar so. Ich glaube, so ist es ganz, ganz cool. Ist immer ein bisschen schwerer als die Serie, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Kann vielleicht noch die Schwungscheibe dazu nehmen. So. Installieren wir. Machen wir. Ja, was auch ganz geil ist, sind die Serienlackierungen, die man wählen kann beim 599 GTO. Da haben sie mal, sind sie mal in die absoluten Vollen gegangen. Und zwar kann man, ne, einmal immer mit dem matten schwarzen Dach oder ohne und das dann in allen möglichen Farbkombinationen. Die Farbe ist natürlich auch brutal. Und dann geht's jetzt gleich weiter. Und zwar kommen jetzt die mit dem weißen Streifen. Finde ich auch geil irgendwo. Und dann hier diese klassische Lackierung noch. Den gelben, also schon coole Auswahl, aber ich glaube, ich bleibe einfach bei der Serie. Ich finde es einfach irgendwie cool, den so zu haben. Ich mag das. So, und dann, ja, gehen wir mal raus, gucken, wie es sich fährt. Ob der Allrad jetzt alles zerstört hat. Oder ob das sogar richtig cool ist. So ein Allrad 599 GTO zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass allein durch den Allrad jetzt und die breiten Hinterreifen wir jetzt sogar vielleicht ein leichtes Untersteuern provozieren. Aber das können wir ja mal gucken, was wir da noch so alles einstellen können. Aber ich dachte, komm, auch mal ein bisschen was anderes probieren. Oh ja, der ist auf jeden Fall sehr untersteuernd geworden. Das ist interessant. Aber da können wir gleich mal, hups, oder wir gucken mal vielleicht auch gleich in die Telemetrie, dass wir gleich auch die Spuren, Sturz und so weiter gleich mal richtig einstellen. Ja, ja, können wir auf jeden Fall gucken. Bisschen weniger vorne deutlich reduzieren. Wir hatten nämlich vorne viel zu viel Sturz. Er nutzt doch die Reifen da vorne gar nicht. Ja, da nur auf der Kante, das bringt doch nichts. Okay. Wunderbar, dann stellen wir das doch alles mal ein. Also ich glaube, ein bisschen weniger Reifendruck geht klar. Getriebe lasse ich nicht. Er kann deutlich länger. Weil bei dem Fahrzeug könnte man sich echt auch einen 7-Gang überlegen. Aber ich glaube, mit 6 Gängen kommen wir auch ganz gut aus. Vielleicht den zweiten noch ein bisschen länger setzen. Also Getriebegänge da mal ein bisschen einzeln anpassen. Also mal ganz gut aufgestellt. Ja, hier können wir auf jeden Fall ein gutes Stück runtergehen. Hier hinten auch, würde ich sagen. Das passt soweit. Stabi können wir jetzt etwas runternehmen. Einfach durch den Allrad dürfte der ganz gut stabil bleiben. Und den auch vielleicht noch ein bisschen tiefer legen. Einfach auch rein optisch. Ja, das kennt ihr ja schon. Druckstufe habe ich halt einfach nicht gerne hart. Die will ich einfach. Das ist einfach so eine persönliche Präferenz auch. Ja, und wir machen ihn deutlich hecklastiger. Also ich würde sagen, wir gehen sogar Richtung, keine Ahnung, 89 oder so. Also sehr, sehr extreme Werte gehen. Ich meine, wir haben trotzdem 2 Sekunden von 0 auf 100 jetzt dadurch. Also das ist schon ordentlich. Sieht das Ganze auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber Bremse ist ein bisschen blockierend. Das Gefühl. Vielleicht muss ich mich auch einfach gerade mal erst dran gewöhnen. Ja, und ansonsten finde ich halt tatsächlich den 599, gerade auch der GTO, finde ich optisch halt einfach echt schön. Also mir gefällt, da wird ja immer groß diskutiert, welcher ist jetzt der coolste, ist der 812 schöner als der F12 und so weiter. Ich meine, klar, der F12 ist geil, der 812 ist auch geil, aber wenn ich ganz ehrlich bin, mag ich
den 5,99 irgendwie noch mehr, weil er noch ein bisschen kleiner und sportlicher wirkt. Und ich habe das ja schon ein paar Mal verraten, ich bin halt mehr so der Sportwagen-Fan. Und deswegen ist gerade der 5,99 GTO ist halt für mich so eine perfekte Kombination aus Sportwagen und Gran Turismo. Und ich finde das Konzept Front-Mittelmotor mit so einem fetten V12, hier geht es auch noch voll auf. Ja? Ja, macht schon Bock zu fahren. Ich glaube, das kann man, damit kann man schon mal ein Rennen machen, oder? Machen wir gerade vielleicht den Rundkurs, der da vorne ist. Schauen wir mal, wie wir da so klarkommen. Zum kleinen Handling-Rundkurs. Einfach cooles Fahrzeug. Ich feiere den. Ich finde, er sieht auch von allen Seiten, hat er einfach was. Ich mag's. Ja, da vorne haben wir den 812. Der im blauen. Da rechts ein F12 TDF. Finde ich auch cool. Hat man ja erst gestern, glaube ich, in der Folge, der F12 TDF. So schließt sich der Kreis. Ein bisschen slidey auf der Hinterachse ist er trotzdem noch. Das könnte man wahrscheinlich auch echt nur durch die zusätzliche Aero lösen, aber ist okay. Nach vorne kämpfen können. Innerhalb dieser Gran Turismo-Klasse. Ja, eigentlich Sport-Gran Turismo, muss man ja schon sagen, wenn man guckt, was das für Gran Turismos sind. Gerade so ein AMG GTR ist für mich eigentlich sogar auch mehr Sportwagen als Gran Turismo. Aber gut, das ist so. Das überschneidet sich sowieso alles so ein bisschen. Wo ist es? Sportwagen und wo ist es dann Gran Turismo? Ja, die Bremse könnte man, ich bin mir noch nicht sicher, ob man vielleicht ein bisschen Druck rausnimmt, weil ich bin immer ganz, ganz kurz davor, dass alles blockiert beim Anbremsen. Wenn das halt einmal passiert, das ist halt natürlich ein Forza Horizon 5 ist es dann natürlich RIP. Ah, ich glaube, für den Sieg wird es wieder nicht reichen. Die Strecke habe ich ja bis jetzt noch nicht gewonnen. So schwierig, dafür durchzutanken. Der zweite Platz soll da noch drin sein. Ja. Ein bisschen reinrutschen. Dann geht es schon. Fahrzeug sollte natürlich jetzt auch nicht auf einen engen Stadtrundkurs, sondern vielleicht mal eher auf so etwas schnelleren Sprint oder so. Was man vielleicht noch überlegen könnte zu ändern, also Bremse, ich würde es mal machen, so vielleicht ein paar Prozent, vielleicht so 98%, 97% Bremsdruck gehen. Die Balance würde ich sogar lassen, also nach hinten würde ich es auf keinen Fall legen, weil er ist halt anfällig auf für eine leicht werdende Hinterachse. Nach vorne würde ich es aber auch nicht legen wollen, weil gerade durch ein Allrad wollen wir definitiv kein Untersteuern provozieren beim Anbremsen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal ein bisschen zurückgehen. Würde hier auch ein bisschen versuchen zu reduzieren. Wir können vielleicht wirklich den Reifendruck vorne wieder ein bisschen erhöhen. Vielleicht braucht er einfach das. Ich meine, wir haben immerhin trotzdem noch einen fetten V12 da vorne. Und dann bin ich gerade am Überlegen, geben wir ihm mal ein bisschen Stabilität hier. Gib ihm doch dann mal wieder ein bisschen mehr Radsturz. Sicher ist sicher. Aber vorne nehme ich ihn tatsächlich weg. Ein bisschen. Ich glaube, es könnte vielleicht noch mal so ein bisschen mehr in die richtige Richtung gehen.
fühlt sich zumindest mal auf den ersten Meter nicht schlecht an. Und ja, auch wenn mir das manchmal keiner glaubt, aber man merkt tatsächlich, wenn man ganz viel Erfahrung hat und auch weiß, was man da tut, schon in wenigen Metern, ob der Effekt gut war oder nicht. Natürlich, klar, in Gänze und am Limit ist natürlich eine andere Sache. Okay, schwierig. Jetzt ist der Bremsdruck auf jeden Fall zu wenig. Krass, das ist... Also machen wir einfach mal 99 nur. Also will ich nur diesen einen Klick. Also jetzt war es nämlich echt so, ich habe fast schon komplett durchgedrückt und es hat einfach halt gefühlt nicht gebremst. Deswegen ist das vielleicht sogar okay so. Ja, machen wir mal ein Straßenszene-Rennen. Guck mal, wer sich da so schlägt. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Auto optisch irgendwie total geil finde. Jetzt mache ich's. Nochmal. Ja, ich war auch echt ein bisschen traurig, als es hieß oder quasi erst danach ausgesehen hat, dass eben der 599 GTO rausfliegt, weil eben in Horizon 4 war noch drin, jetzt zum Release hier eben nicht. Aber jetzt eben über die Playlist kam er jetzt wieder rein und das hat mich sehr gefreut. Einfach geiles Fahrzeug. Klar, der 599 XX Evo ist auch geil, aber das ist halt was komplett anderes. Ne? Kann man, finde ich, nicht vergleichen. Ich meine, das ist jetzt wie, nehmen wir mal den LaFerrari. Ja, also ihr wollt ja sicherlich auch den LaFerrari haben und nicht nur den FXXK. Sondern da will man dann im besten Falle einfach beides haben. Deswegen, so ist es jetzt eben auch beim 599. Haben wir sowohl das X- bzw. X-Evo-Modell als jetzt eben auch die Serie. Davon natürlich halt jetzt das absolute Spitzenmodell mit dem GTO. Aber das ist ja auch okay. Also es muss jetzt nicht unbedingt der GTB sein. Zu kämpfen. Die schießen sich gegenseitig ab, wollte ich gerade sagen. Die wurden aber leider auch ein bisschen mitgenommen. Sind die jetzt alle auf einmal so schnell in der Topspeed? Oh nein! Hätte ich ein bisschen mehr durchgezogen, hätte ich das gewinnen können am Ende. Ja, okay. Heute der ewige Zweite, oder wie? Nee, das können wir so nicht stehen lassen. Wir haben auch nochmal ein Rennen, würde ich sagen. On top gibt's nochmal ein Rennen. Vielleicht mal noch normales Sprintrennen. Eine Straßenszene. Und auch kein Rundkurs, sondern ein ganz normales Rennen. Und dann kann man nicht sagen, dass heute die Action so kurz gekommen ist. Dann hätten wir 3 Rennen, 2 Teststreckenrunden. Das ist ja schon ordentlich. So, was machen wir denn für eins? Eins, was ich noch nicht gewonnen habe, hier. Wobei, nee, was? Habe ich zwar auch noch nicht gewonnen, aber ich glaube, da gab es noch ein anderes, was ich mal noch fahren wollte. Ich nutze mal ganz kurz die Filter. Das ist, glaube ich, einfacher. Das ist echt tatsächlich das Einzige, was ich noch nicht gewonnen habe. Tatsächlich. Also zumindest mal von den Sprints schaut es danach aus. Ja, dann muss ich es machen. Habe ich ja gar keine andere Wahl. Ja, also okay. Komm, auf geht's. Dann fahren wir das jetzt noch zum Abschluss der Folge. Dann sind wir nämlich auch wieder durch. Und ich denke doch mal, dass ich dich ein bisschen abholen konnte mit dem 599 GTO. Also gerade halt die jüngeren Zuschauer. Ich weiß, dass natürlich auch einige jüngere Zuschauer am Start sind. Und ich kann mir dann halt schon vorstellen, dass dann so ein 599 dann schon vielleicht gar nicht mehr geläufig ist. Für mich natürlich, ja, als wäre es gestern gewesen. Der erste Gang ist vielleicht doch ein bisschen zu lang. Aber gut, ich meine, mit den Treibertagen können wir es eh nicht vergleichen. Die haben ja sowieso immer ihren Raketenstart. Was mache ich denn?
Okay, das war jetzt total dumm von mir. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Oder doch, man sieht sogar ganz bisschen. Ich bin einfach von der Bremse gegangen, hab rollen lassen. Und dann wieder gebremst, aber dann war ich natürlich viel zu spät. So, jetzt will ich mich aber hier nach vorne tanken. Ich will das Rennen gewinnen. Kaum schneller jetzt. So, schon mal Top 5. Das ist aber nicht genug heute. Okay, das war jetzt ein bisschen arg aggressiv von mir. Weg da. Das ist noch nicht vorbei, das Rennen. Ich werde mich breit machen, das ist sicher. Das ist sicher. So. Ja, und damit sage ich aber schon mal vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch ein schönes restliches Weihnachtsfest. Es ist ja tatsächlich der zweite Weihnachtsfeiertag, wenn diese Folge erscheint. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass so gerne ein Däumchen nach oben da. Verpasse, wie gesagt, das Fahrzeug nicht. Kann ich nur empfehlen. Und wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da, habe ich schon gesagt, ne? Ja, dann lass vielleicht noch einen Kommentar da oder so. Also, mach's gut und bis dann. Ciao!